des Volkes Stimme. Wir haben sie eingefangen. Die Tourmobile der Alternative für Deutschland sind unterwegs. Hier kommen Sie, die Bürger, zu Wort. Wir hören Ihnen zu. Sagen Sie uns, was sich in der Politik ändern muss. Mein Name ist Dr. Christina Baum. Ich bin Zahnärztin und komme aus Königshofen in Baden-Württemberg. Ich bin Mitglied der Alternative für Deutschland geworden, weil ich seit dem Bruch der Maastrichter Verträge nach einer Partei gesucht habe, die in dieser Frage, in dieser Euro-Frage einen anderen Weg geht. Und bis dato gab es keine andere Partei. Alle etablierten Parteien vertreten den gleichen Weg, weiter so. Und ich bin deshalb dazu gestoßen, weil auch die anderen Programmpunkte mir voll aus dem Herzen sprechen. Ich ärgere mich sehr darüber, dass unsere Partei diffamiert wird und in die rechte Ecke gedrängt wird, denn ich bin ein durch und durch humanistisch geprägter Mensch und ich würde mich als Erste vor einen anderen Bürger stellen, der wegen seiner Hautfarbe oder seiner Religion angegriffen wird. Aber ich verlange auch von diesen Menschen, die nach Deutschland kommen, dass sie sich hier integrieren, dass sie die deutsche Sprache lernen und sich gemeinsam mit uns hier leben und sich nicht ausgrenzen. Ich möchte eine echte Liberalität herstellen, wieder helfen, dass Meinungsdiktate aufhören und dass echte Vielfalt möglich wird. Zum Beispiel die Europapolitik oder die Arbeitsmarktpolitik, die Umweltpolitik, die Rentenpolitik, es hakt eigentlich überall. An der derzeitigen Politik sollte sich die Glaubwürdigkeit der Volksvertreter deutlich erhöhen. Die ist meines Erachtens nach derzeit nicht mehr gegeben. Ich persönlich fühle mich von den derzeitigen Politikern nicht vertreten. Interessen des eigenen Landes sollten wieder eher in den Vordergrund gerückt werden und damit halt auch Interessen der sicherlich Mehrheit in der Bevölkerung auch wieder eine Meinung finden. Ich möchte gefragt werden. Ich möchte, dass die Politik mich fragt und nicht einfach nur entscheidet über Nacht. Ich möchte, dass die Deutschen und die Griechen und die Italiener wieder glücklich leben können. Der Euro macht das leider nicht. Ich bin für Europa, möchte Europäer bleiben, aber bitte eigenständig. Ich stehe an der Bundesrepublik Deutschland, dass man nicht seine freie Meinung äußern darf, ohne von politischen Meinungsmachern attackiert zu werden. Es kann nicht sein, dass Deutschland für ganz Europa bezahlt und hier in Deutschland die Gelder für uns fehlen. Der Euro ist im Augenblick dabei, Europa zu spalten. Und es ist in Deutschland eine Illusion zu glauben, dass unsere Vorstellung von Vereinigten Staaten von Europa von irgendjemandem geteilt wird. Deshalb wird das Ding schiefgehen. Es ist Zeit für eine andere Politik. Das geht nur mit einer anderen Partei, der Alternative für Deutschland. Deshalb am 22.09. AfD wählen.